Hallo, liebe Aufrufer, ich habe heute etwas zur Tagespolitik in Deutschland. Da ist meine Buchstabenspielserie ganz passend. Derkel, da stellt man sich doch was drunter vor. Also Merkel ist ja der Name unserer Bundeskanzlerin, die hat ja als Kind, war die im Keller eingeschlossen viele Jahre, ihr Vater war ja Vertreter der schwarzen Pädagogik. Die wurde wie die Frau Kampusch eingesperrt und dann musste sie immer, ne, das stimmt gar nicht, die Geschichte. Also Frau Derkel hat schon früh diese Bücher von Alice Miller gelesen, Du sollst nicht merken, schwarze Pädagogik. Und insofern hat sie sich das auch zu Herzen genommen. Und jetzt haben wir hier eine angeblich wissenschaftliche Sozialforschung von dem von mir überhaupt nicht geschätzten Institut Allensbach. Und zum Thema also, wie steht es mit unserer Regierung, habe ich hier ja nicht speziell ausgewählt dazu diese Zeitung. Und die hat die Tagesspiegel Berlin, West-Berlin, hat also zu der Frage, wie geht es denn mit der Frau Merkel, zertrümmerte Kindheit, ein Film, Zellen nach Mars, was synthetische Biologie kann, das ist ja das Fach von Frau Merkel, glaube ich. Tod am Königstor, wie die Freiheit. Also da ist nichts konkret dazu. Dann hier bei der Süddeutschen Zeitung ist immer etwas zur Lage der Stimmung in der Regierung, und zwar insbesondere hier, Stefan Weil regiert jetzt in Niedersachsen. Das ist ja ein ganz klarer Hinweis, dass hier eine Ministerpräsidentschaft, eine Landesregierung nach der anderen von der CDU verloren geht. In Schleswig-Holstein haben wir das, jetzt in Niedersachsen, in Rheinland-Pfalz, überall haben wir doch im Grunde genommen in Rüttgersland, in Nordrhein-Westfalen, Zug um Zug und Zug, sozialdemokratische Regierungen, Rot-Grün oder auch CDU, SPD und so weiter. Die Regierung in Baden-Württemberg sogar, ein CDU-Stammlein, alles geht sozusagen, der Seehofer, ganz klar, wird abgehen. Es wird eine Koalitionsregierung geben mit Christian Ude in Bayern. Also das ist hier sozusagen doch tatsächlich greifbar. Das ist keine Spekulation. In Baden-Württemberg ist ein grüner Ministerpräsident geworden. Ja, bei der, also hier die Wahl des Ministerpräsidenten Niedersachsen, ist ja eine ganz klare Tatsache auf Seite 1. Hier haben wir dann bei der Taz auch nicht zum Thema, aber gut, wie ich da drauf gekommen bin, ist jetzt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie macht also vollmundig hier den Quatsch des Wahlkampfs der Bundesregierung. Das ist alles Angeberei. Energiewende ist Angeberei. Karlsruhe Adoptionsrecht ist Angeberei. Ist alles nur Geräusch, aber überhaupt gar keine Substanz. Da steht aber hier, Landtag wählt Weil, also SPD, Allensbach schreibt, also Allensbach steht daneben, keine Wechselstimmung. Ich meine, deutlicher kann man doch eigentlich nicht machen, wie blödsinnig das ist, was Allensbach, die machen einfach Gegenpropaganda, ja. Die SPD gewinnt die Wahl in Niedersachsen, mit den Grünen gewechselt, und dann steht hier Allensbach, keine Wechselstimmung. Ja gut, und hier ist also der große Bericht. Die machen ja jeden Monat eine deutsche Fragen, deutsche Antworten. Und genau das muss man wissen. Sie stellen Fragen, kriegen Antworten, zählen die Antworten. Und sie sagen dann, diese Antworten sind ein wissenschaftlicher Befund. Also die Antworten sagen, was die Leute denken und was die Leute tun. Stimmt alles nicht? Wenn man was fragt, kriegt man eine Antwort. Und die Antwort ist wirklich nichts anderes als die Antwort auf die Frage desjenigen Fragers, der fragt, gegenüber dem, der gefragt wurde. Der die Antwort gibt, der gefragt wurde, kann 5 Meter weiter, wenn ein anderer fragt, ganz anders antworten. Und wenn das ein geiler Bock ist und er trifft eine schicke Frau, die ihn sozusagen hormonell anregt, kann sein, dass er noch anders antwortet. Und wenn er im nächsten Moment zu dem, was er gerade gesagt hat, praktisch vor die Entscheidung kommt, die Frage war meinetwegen, hältst du dich immer ohne Kontrolle an die Verkehrsregeln oder in welchen Ausnahmen vergisst du auch mal gerade, wie schnell man fahren darf oder so, ja? Egal, was der gesagt hat bei der Frage,
wenn er dann im Straßenverkehr in eine entsprechende Situation kommt, kann sein, dass er noch, wenn es schon dunkelgrün ist, noch Gas gibt und über die Kreuzung fährt. Es kann aber auch sein, dass er scharf bremst und anderen Leuten droht, die bei Gelb rüberfahren. Was immer die Menschen tun, ihr Verhalten und was sie sagen, ihre Erklärung, sagen überhaupt nichts über ihr Verhalten in einer konkreten Szenerie, in einer gewissen Situation. Allensbach macht das ganz anders. Die stellen Fragen, wo sie vorher schon wissen, welche Antworten. Und dann am Ende zählen sie das aus und dann kommen sie zu dem Ergebnis, keine Wechselstimmung. Und wer hätte das gedacht? Gerade waren Wahlen in Niedersachsen und was ist passiert? Sie haben gewechselt. Also trotzdem ist es hier so, von Professor Dr. Renate Köcher, das ist die Frau Köcher, die Leiterin vom Allensbach-Institut, die Nachfolgerin von Frau Alt-Nazi Elisabeth Nölle-Neumann, die mit der geklauten Schweigespirale, mit den Kuckucksfragen, und hier ist es eben nicht anders. Das Wählerpotenzial für die SPD ist heute größer als 2009, sie schöpft es aber schlechter aus als die Union, wird gesagt. So, da sind hier alle möglichen Fragen und Antworten. Es ist müßig. Darüber kann man an jeder Straßenecke mit irgendwelchen Leuten reden. Was die da sagen, ist genauso gültig oder ungültig wie das, was Allensbach hier macht. Was entscheidend ist, dass hier Derkel steht und die aufmerksamen Benutzer der Lichtgeschwindigkeit schon, als ich Aerkel und Berkel hatte, schon auf die Idee kamen, na, wenn da mal nicht A, B, C, D, E, F, nicht demnächst Ferkel steht, und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, die Sache lebt. Die lebt aber auch davon, dass sie quasi eine gewisse Notwendigkeit hat. Also wer jetzt hier eingeschaltet hat und glaubt, er macht das freiwillig, der irrt. Er tut das aus einer Notwendigkeit. Und zwar nicht aus meiner. Ich mache dieses Video hier aus meiner Notwendigkeit. Der Benutzer benutzt es aber nicht aus meiner Notwendigkeit. Er benutzt es auch nicht freiwillig, sondern der Benutzer tut das aus seiner Notwendigkeit. Wenn ich das jetzt ernsthaft professionell versuchen würde zu stricken, dann würde ich die Aspekte der Benutzernotwendigkeiten anschauen und würde sie diskret, das heißt ohne dass man es direkt erkennt, miteinander verknüpfen. Da gibt es eine ganze Menge Techniken. YouTube drängt mir das täglich auf, ich soll das machen, dass ich eine höhere Zahl habe. Nein, ich finde, die Benutzer sind wirklich freie, demokratische Menschen, und wer aus seiner Notwendigkeit hier einschaltet, freut mich sehr. Treffen wir uns doch wirklich auf neutralem Blatt, und abschalten ist jederzeit erlaubt. Insofern, ich glaube, wir haben eine Wechselstimmung. Ich habe es gesagt, Frau Merkel ist aus meiner Sicht im Moment der beste Derkel. Es geht ja dran, was will man mehr? Ich bin das weiße Engelchenhemd, hier ein weißer Tiger, da ein weißer Löwe, und erwarte eigentlich eine grün-schwarze Bundesregierungskoalition als Ergebnis der Bundestagswahl am 22. September 2013. Dazu eine starke Linkspartei, also links über 5%, hoffe ich, und eine starke APO aus den 50% der Nichtwähler. Und das wäre dann auch das Spielfeld, wo zum Beispiel alle jungen Leute aus der IT-Revolution und so weiter, die denken, die IT-Revolution müsste doch vorne auf dem Programm stehen bei Frau Derkel. Ja, das hat die nicht kapiert. Dafür muss die APO sorgen. Im Moment hängt die APO, weil erstens der Chaos Computer Club keine Lust hat zur Politik und zweitens die Piratenpartei leider zu dämlich ist. Insofern haben wir jetzt erstmal diese 50% der unzufriedenen Nichtwähler nicht für eine IT-Revolution hervorgebracht, für eine neue Partei, sondern haben erstmal die ganzen Leute vorgeführt und Party ist vorbei, dann kommt was Neues. Mal sehen, jedenfalls hier ist sozusagen Wechselstimmung. Anders als das Allensbach behauptet, Allensbach sagt, keine Wechselstimmung. Also, man kann natürlich sagen, wenn Frau Merkel bleibt, ist ja auch kein Wechsel. Aber Frau Merkel unter Schwarz-Grün ist natürlich wirklich ein Wechsel im Unterschied zu Frau Merkel unter dem belämmerten Kram, den wir jetzt haben. So sage ich das, das kann jeder anders denken. Es gibt viele Argumente und ich weiß auch, es gibt viele Gegenargumente. Es ist ja nicht so einfach, alles auf einen Nenner zu bringen. Jedenfalls, die Asse Frau Merkel ist eine Schweinerei. Unsere Rüstungsgeschäfte, wo wir selber Kriege anzündeln, ist eine Schweinerei. Und da entlang, würde ich sagen, wollen wir mal langsam anfangen mit einem schönen, echten Energiewendekonzept, mit einem wirklichen Recyclingkonzept. Bundesrepublik Deutschland
Weltwirtschaftsführer mit wirklich fortschrittlichen Ideen. Das wäre doch gut. Das ist das, was wir als Handelsland, als Exportland überhaupt können müssen. Andere haben Rohstoffe und Energie und wir müssen unsere Intelligenz anstrengen, damit wir nach vorne kommen. Und das wäre auch ein schöner Wechsel, wenn wir das mal etwas deutlicher sagen würden. Ich habe es heute wieder gehört, Frau Merkel hat wieder gesagt, ja, aber man darf die Dummen nicht dumm nennen und man darf auch keine Tiervergleiche machen, ja, wie Adenauer das noch durfte und so weiter. Also, schönen Dank für den Aufruf hier. Wiedersehen.